Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Millennia Let's Plays. Und wo ich gerade 13. Folge sage, muss ich sagen, damit habe ich am Anfang echt nicht gerechnet. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin echt überrascht, wie viele Leute sich das hier angeguckt haben. Es freut mich extrem, dass so viele Leute Spaß haben, hier beim Millennia-Spielen zuzuschauen. Einfach weil Millennia auch unglaublich viel Spaß macht und ich immer auch der Meinung bin, dass es zu wenig Leute kennen und zu wenig Leute spielen. Und bevor ich jetzt weiter in eine Lobeshymne für Millennia einsteige, habe ich mir überlegt, dass wir diese Episode erstmal anfangen werden, alle unsere Städte zu checken, die wir gebaut haben, ob sie auch ihre vollständigen Boni bekommen, weil ich muss sagen, das ist leider ein Problem, was mir öfter mal auffällt. Ich baue so eine Bergbaustadt und dann vergesse ich hier irgendwie zum Beispiel einen Steinbruch oder eine Mine raufzubauen und verschenke somit dann sozusagen Produktion in der Stadt. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz über alle Städte rübergehen, checken, ob das passt. Danach geht es dann weiter mit unserem vorbereiteten Krieg. Wir sind ja in Malaga und möchten in Richtung Schweden marschieren. Ich denke, unsere Armeen sind sehr gut darauf vorbereitet. Hier wollte ich, glaube ich, noch einen Samurai. Genau, dieser Samurai sollte nächste Runde hier noch mit rein. Und dann haben wir eine reine Samurai plus Ritterarmee plus Shogun. Ich bin sehr gespannt, was diese Armee kann. Und das sind die Sachen, die wir in dieser Episode machen. Unsere Wirtschaft weiter aufbauen, indem wir erstmal unsere Städte checken und alles, was nicht stimmt. Ich bin sogar der Meinung, hier in Leon, ja, da fehlt auf jeden Fall hier noch eine Mine oder ein Steinbruch hier neben Leon, weil Leon hat momentan nur 4 Produktionen, könnte aber plus 6 kriegen, wenn wir jetzt hier den Hügel bebauen. Das heißt, da bauen wir jetzt einfach mal, ich glaube, den Steinbruch. Wir kriegen ja auch einen Steinbruch gratis durch unsere Gottkönig-Dynastie. Dann haben wir hier sozusagen 2, 4, 6 Steine aus diesen Marmorsteinbrüchen. 7 plus, also die mit diesem Steinbruch. Und dann der 8. durch den Gratisstein, den wir bekommen. Und ja, jetzt brauchen wir die beiden Kalksteine, die wir haben, und stellen daraus Statuen her. Und können jetzt die beiden Marmor, die wir haben, nutzen, um nochmal Statuen oder Steinblöcke zu produzieren. Das werde ich jetzt auch direkt machen. Der Steinmetz ist unglaublich günstig. Ja, unsere Gottkönig-Dynastie, die hilft da einfach. Der Statuenbauer kostet 23. Kunst-EP machen wir momentan 10,25 pro Runde. Das wären also nochmal knapp 20% extra, wenn wir jetzt hier noch einen Statuenbauer hinbauen würden. Habe ich genug Erkundungs-EP, um hier ein Feld zu kaufen? Rein theoretisch schon. Ich würde nämlich gerne hier auf die Wüste oder die Wüste raufsetzen. Habe ich irgendwas anderes vor mit der Erkundungs-EP? Ein weiteres Nutzschiff können wir momentan, glaube ich, noch gar nicht richtig gebrauchen. Wenn denn hier oben in Sevilla demnächst. Aber in Sevilla haben wir das Problem mit Barbaren-Freibeutern. Das heißt, hier will ich keine Nutzschiffe in der näheren Zukunft bauen. Nicht, solange ich nicht erst eine Flotte baue. Was auch ein Ziel von uns ist. Ich möchte auch ein bisschen die spanische Armada kommen lassen. Also es kann ja nicht sein, dass wir Spanier sind und nicht einziges Kriegsschiff gebaut haben. Das werden wir auf jeden Fall ändern. Aber das bedeutet, ich werde jetzt hier einfach das Territorium hier beanspruchen. Oder hier? Nee, ich glaube hier, dann schließen wir hier die Grenze für alle, die keinen militärischen Zugang bei uns haben. Und dann kann ich hier auch direkt, und ich werde jetzt auch den Steinmetz bauen. Einfach, weil ich denke, dass das noch nicht das Finale ist, was wir tun werden. Auch die Bildhauerwerkstatt wäre vielleicht nicht final. Und dementsprechend möchte ich jetzt nur die 10 Punkte ausgeben, da wir durch die Gottkönig-Dynastie sehr, sehr günstig bauen können. Jetzt sollten wir die Produktion ordentlich angehoben haben. Wir haben jetzt pro Stein machen wir 5 Produktionen und einen Einfluss. Das heißt auch, dass unsere Grenzen sich schneller ausziehen. Das heißt, wir haben bald mehr Platz, um Erweiterung zu bauen. Aber bevor ich jetzt da weiter rede, gucke ich jetzt schnell mal, ob wir hier alles haben und ob alles passt. Das sieht bis jetzt alles so gut aus. Hier wäre ich am überlegen, ob ich irgendwann den Kaffee hole im Vergleich zu den beiden Steinbrüchen. Aber ich glaube, das wird sich erst lohnen, wenn wir hier den plus 1 Bonus Luxus von Plantagengütern haben. Und auch dann bin ich mir noch nicht ganz, ganz sicher, ob das wirklich passt. Muss ich mir überlegen. Ich bin auch noch nicht sicher, ob wir jetzt hier die Regierungs-EP ausgeben wollen oder ob wir hier unten Malaga oder Engion als nächstes. Wahrscheinlich, wenn denn Engion. Ja, Engion übernehmen. Es kostet uns 160 Regierungs-EP. Das hätten wir in der nächsten Runde hoffentlich fertig. Ja. Ganz knapp. Ganz knapp nächste Runde könnten wir Engion übernehmen. Ich glaube, das wäre das, was wir machen. Zusammen mit Feudalismus freischalten. Und ich lenke mich selbst schon wieder ab, während ich eigentlich nur die Städte kurz checken möchte. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Gexo sollte Ist das seit Anfang an so? Habe ich das vergessen, hier die Stadt auf Bauernstadt umzustellen? Wenn das so ist, dann habe ich 10 Nahrung pro Runde für sehr lange Zeit verschenkt. Nahrung war jetzt kein Problem in Tepe. Die Frage ist natürlich, schicken wir nach Tepe momentan irgendwas an Nahrung? Ich glaube, wir schicken alles nach Nizza. Yep, dann ist ja in Ordnung. Da kann ich mit leben. Also der Fehler hat uns nicht so viel gekostet, wie es hätte kosten können. Aber gut, dass ich es nochmal mitgekriegt habe jetzt. Ich weiß nicht, seit wie vielen Runden das schon ist. Vielleicht wisst ihr es ja, falls ihr gerade irgendwelche von den Episoden gesehen habt, wo ich die Stadt gebaut habe. Das muss jetzt ja auch schon locker 5 bis 6 Episoden her sein. Und Beda Joss ist auf jeden Fall auch noch da. Das ist eine Bauernstadt. Da habe ich
die Nahrung schon eingestellt und bekommen sie auch. Und Valdemoro ist eine Holzfällerstadt. Und die könnte besser werden, indem wir hier noch eine Holzfällerlager hinbauen. Das markiere ich mir jetzt mal. Dann wird nächste Runde dran denken, hier das Holzfällerlager hinzubauen. Dann kriegt Recife auch nochmal mehr Produktion. Und ja, sanitär ist ein Problem in Recife. Aber wir bauen eben die Wasserbetriebe und in 4 Runden sollte sich das Ganze dann geklärt haben. Und wir haben einfach momentan kein Feld, wo ich den Müllhaufen draufbauen würde. Ich würde ihn gerne hier hinbauen. Ich würde ihn gerne auf eins dieser Buschlandfelder oder auf diese Wüste setzen. Aber noch sind wir da nicht. Das heißt, wir müssen auf Einfluss warten, dass unsere Grenzen sich ausdehnen. Das sieht momentan noch nicht so aus, als wenn es in der nächsten Zukunft passiert. Das dauert alles noch relativ lange. Aber was ich mir auch noch angucken wollte, ist, ob wir jetzt hier mit den 124 Diplomatiepunkten irgendwas Cooles im Shogunat freischalten können. Und momentan würde ich sagen, die Unruheunterdrückung bringt uns nichts, weil unsere Samurai gerade auf Kriegsfahrt sind und nicht in unseren Städten stehen. Das heißt, das brauchen wir momentan nicht. Die anfängliche Unruhe brauchen wir... Wir werden ja einen Krieg mit Schweden anfangen. Oder haben wir schon einen Krieg mit Schweden? Das ist eine wichtige Frage. Wir sind in Krieg. Okay, dann lohnt sich das auch nicht mehr, weil wir werden den Krieg nicht anfangen, sondern der Krieg hat schon begonnen. Das heißt, das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Sorry, da wollte ich nicht draufklicken. Und dann könnten wir demnächst das Vermächtnis mal freischalten, weil auch kleinere Nationen haben wir momentan keine, die wir zu Vasallen machen können. Einfach, weil wir gar keine haben, die in der Nähe sind. Aber hier den 4. Daimyo zu kriegen und einen weiteren Sozialgefügepunkt zu bekommen, das hört sich gut an. Ein Daimyo sollte auch gar nicht so teuer sein. 35 momentan nur. Wir müssen nur eine Stadt aussuchen, in der wir ihn bauen wollen. Und da gucke ich mir einmal ganz einfach die Produktionswerte in jeder Stadt an und entscheide mich dann, wo ich ein Daimyo haben möchte. 71, 75, jupp. Ich glaube, Tepe ist eine Stadt, die ist prädestiniert für ein Daimyo, auch mit 18 Einwohnern. Cordoba hat schon einen, wenn ich mich erinnere. Ja, Cordoba hat einen. Toledo hat auch einen. Aber ich glaube, Tepe ist einer der besten Anwärter für ein Daimyo und deswegen kriegen die jetzt einfach auch einen. Zack. Und ab nächster Runde kriegen wir dann 5% extra auf alle Erträge in Tepe. Und wir haben so viele Diplomatiepunkte. Jetzt kann ich auch im Shogunat hier das Vermächtnis freischalten. Das mache ich jetzt. Da haben wir den Tweet abgeschlossen. Und im Sozialgefüge sollte ich jetzt ja hier einen Punkt auf Toleranz bekommen haben. Das bringt uns Vermögen pro Punkt 8. Oh, das ist ja nett. Wir haben also einfach Geld bekommen. Wo steht das hier? 8,78 von Sozialgefüge. Perfekt. Geld nehme ich immer. Geld kann man immer gut brauchen. Und das war eine ganz gute Aktion. Wir könnten jetzt noch mehr Daimyos erstellen. Jetzt haben wir aber schon einen Toledo. In Nizza hätten wir noch keinen. Und er wäre ja auch gleichzeitig eine Einheit, die die Unruhe unterdrückt. Also denke ich, wir setzen hier auch noch einen Daimyo ein. Und dann reicht mir das erstmal an Daimyos. Hat er hier eine Auswirkung auf die... Ja, minus 9 Unruhe. Perfekt. Dann können wir jetzt wesentlich effektiver noch die 3 Runden warten, bis dann auch endlich die Reservisten fertig sind. Nizza sollte somit in... Ja, mal gucken. In circa 2... Ja, in 2 Runden sollten wir kein Problem mehr haben. Und dann sollten wir hier auch nicht mehr den minus 10% bzw. 90% regionale Effizienz Mali haben. Und hier haben wir jetzt einen Händler, der frei geworden ist, weil Sevilla ist fertig mit seinem Wohlstand auf 300%. Jetzt würde ich den Händler gerne mal zu einem unserer Nachbarn schicken. Wie ist unser Verhältnis zu Russland und wie ist es zur Türkei? Osmanische Reich sind wir im Krieg mit, also da schicken wir ihn nicht hin. Russland sieht ganz okay aus. Ich würde gerne nicht feindlich mit ihnen sein. Vielleicht wollen sie eine Neutralität wiederherstellen. Ich bin mächtiger als sie, also vielleicht sehen sie das ja als etwas Positives an. Und ich werde ihn jetzt einfach mal ganz alleine losschicken. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das Sicherste, was man machen kann. Aber ich werde ihn mal hier in Richtung Nantes und vielleicht eine größere russische Stadt schicken. Weil Händler generieren Vermögen abhängig von der Einwohnerzahl. Das können wir in Cordoba einmal kurz nachgucken. Dort steht ja ein russischer Händler seit am Beginn der Zeit, glaube ich. Dieser Händler und seine Familie sind da seit es noch Eiszeit gab. Aber hier sehen wir ja 24 Vermögen pro Bevölkerung einmal 24. So, das heißt, Russland verdient 24 Geld, weil wir 24 Bevölkerung haben. Und das möchte ich natürlich auch haben. Nantes wären nur 3 Vermögen, das ist mir ein bisschen wenig. Ich hoffe, die haben noch größere Städte irgendwo, die Russen. Aber genug Theorie, wir können jetzt einmal uns darum kümmern, hier die restlichen Aufgaben zu machen. Tepe, die Stadt, die gleich auch noch den 5% Bonus kriegt, ist fertig und möchte etwas bauen. Sanitär sieht gar nicht mal so gut mehr aus, aber auch Behausung nicht. Machu Picchu, habe ich da schon angefangen irgendwo zu bauen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, Tepe ist die Stadt, die am meisten Produktion von uns hat, sogar noch mehr als Cordoba. Ja, bringt aber Ingenieurs-EP pro Einwohner. Wäre also in Cordoba momentan noch stärker. Wie viele Einwohner haben wir in Tepe? Sollte ich noch wissen, haben wir gerade eben erst raufgeguckt, aber ich habe es natürlich schon vergessen. 18. Damit ist Cordoba eindeutig die Stadt, die uns Machu Picchu bauen soll. Das kann ich hier mal einfach in die Kette packen, dafür, dass ich es nicht vergesse. Und dann kann sich Tepe voll und ganz auf irgendetwas konzentrieren, was sie brauchen. Und da denke ich, könnte es entweder in Richtung Wasserbetriebe gehen, damit wir die Sanitärsache erstmal wieder geklärt haben. Unruhe haben wir, glaube ich, überhaupt kein Problem. Das heißt, das Kolosseum sollte nicht wichtig sein. Eine Kaserne auf dieser Seite. Ich glaube, in Tepe werden wir nicht so bald Einheiten ausbilden. Geld ist auch nicht schlecht. Ja, Geld ist wirklich nicht schlecht. Ich glaube, wir gehen
gehen Richtung Wasserbetriebe Schatzhaus und danach schauen wir weiter. Und dann haben wir, glaube ich, alles fertig, was mit Städten zu tun hat. Ja, gucken mal, was diese Runde noch so bringt. Ansonsten gehen wir einfach weiter in die nächste. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe von Westeras die Armee Richtung Süden losgeschickt, in der Hoffnung, hier das Meer zu überqueren und Lyon anzugreifen. Denn ich habe mit meinem Kundschafter, den ich jetzt hier auch gerade fliehen lasse, ein bisschen erkundet. Und hier ist wenig Verteidigung. Dadurch lassen wir natürlich Westeras zurück und unverteidigt. Aber ich hätte jetzt gehofft, dass ich hier übersetzen kann. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser schwedischen Kogge. Ob die Kogge gut genug wäre, alle meine Transportschiffe zu zerstören, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich noch nie mit Transportschiffen gegen richtige Schiffe gekämpft. Aber wenn es ansatzweise so ist wie in Civ oder in Humankind, dann wird das einen schlechten Ausgang für uns haben. Ein schlechtes Auskommen haben. So. Und da ist noch eine Kogge. Uff. Ja, dann probiere ich es auf jeden Fall nicht. Das ist mir zu riskant. Wobei, sie sollten ja nur mit einer angreifen können, wenn ich bis... Nee, die können mich mit zwei Kongen angreifen. Nevermind. Dann laufen wir hier unten irgendwo hin und versuchen, den von hier zu überqueren. Und ich sollte nicht vergessen, für Westeras demnächst noch eine Einheit zu haben. Kann ich da vielleicht irgendwie mal eben freiwillig erst in einer Runde wieder? Wäre mir die Kriegsführungs-EP eigentlich wert? Aber die Tapferkeit ist auch nicht schlecht, um das Sozialgefüge hochzupowern, weil dann kosten unsere Einheiten weniger Geld. Und je mehr wir Richtung Krieg gehen, desto mehr Geld brauchen wir. Also vielleicht sparen wir hier auch einfach auf die 300 Tapferkeitspunkte, um das Sozialgefüge auszubauen. Schauen wir mal. Ja, Russland hat die Neutralität wiederhergestellt. Das ist doch super. Das heißt, unser Vorhaben mit dem Händler ist etwas sicherer geworden. Wir sollten dort einfach langlaufen können. Und dann werden sie ja doch irgendwann vielleicht unsere Freunde. Ich meine, sie haben so lange schon Händler bei uns stehen. Dann können wir jetzt ja mal einen Händler zurückschicken und versuchen, unsere Beziehung zu verbessern. Und möchte ich jetzt eine Einheit von Sevilla vielleicht nach Westeras schicken? Wo war Westeras noch gleich? Hier. Nee, ich glaube, die beiden Einheiten können hier in Sevilla bleiben. Ich habe immer noch die ganzen alten Einheiten, weil ich es nicht als notwendig erachte, sie momentan aufzuleveln. Einfach, weil wir hier keine große Gefahr haben. Ich würde echt gerne eine Flotte anfangen zu bauen, um die Freibeuter loszuwerden. Aber ich glaube, das müssen wir weiter nach hinten schieben. Hier, diese Truppe muss natürlich mal weiter in Richtung Wüste laufen. Und wir haben Feudalismus freigeschaltet. Das ist das große Event, diese Runde. Das heißt, alle unsere Plantagen und Felder können aufgelevelt werden. Und jetzt bringt ein Feld ein Weizen. Und wenn wir hier einmal nachschauen und wo ist es denn jetzt? Den Bauernhof mit Pflug anschauen. Dann produzieren wir doppelt so viel Weizen. Das ist unglaublich effektiv, um Nahrungsprobleme zu beseitigen. Und wir haben... Na, Probleme würde ich es noch nicht nennen, aber wir haben nicht 200% Nahrung in einigen Städten, wie in Cordoba. Und Cordoba hat nicht 200% Nahrung, weil wir gerade ein Brot auch verschicken. Das bedeutet, ich würde in Cordoba eigentlich ganz gerne mal... Haben wir irgendwas an Weizen über? Nein, das heißt, wir müssten zwei upgraden. Beziehungsweise, das bin mir gerade gar nicht so sicher. Wenn ich einen, der auf Weizen sitze, upgrade, produziert er dann auch doppelt so viel. Also anstatt zwei Weizen, vier Weizen. Um das rauszufinden, werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, Arbeit, vier Weizen. Das ist etwas, was sich wirklich lohnt. Zack. Und ich finde dieses neue Gebäude auch unglaublich schön. Also ich weiß nicht, warum Leute sagen, das Spiel sieht hässlich aus. Ich finde, es sieht nicht hässlich aus. Ich finde, es sieht einfach... Es hat seinen eigenen Charme. Und damit brauchen wir jetzt natürlich auch noch einen Ofen und... eine Mühle und einen Ofen. So rum wird ein Schuh draus. Mühle kostet nochmal 16, das können wir uns gerade noch so leisten. Haben wir noch ein schönes... Ja, hier unten sind doch wunderbare Mühlenfelder. Und das hat alle unsere... Ich finde immer, wir machen zu wenig Verbesserungspunkte. Da muss ich dringend nacharbeiten, um das besser hinzubekommen. Vielleicht muss ich auch einfach mal in Cordoba wieder ein paar Runden Produktion in Dings reinsetzen. Aber so haben wir jetzt wieder zwei Mehl. Nächste Runde haben wir dann noch weiteres Brot. Da fällt mir gerade ein, ich habe ja auch eigentlich markiert gehabt, dass ich mir eine... Ich finde dieses Overview... Ich hätte lieber eine Liste, wenn ich ehrlich bin. Einfach, weil ich immer wieder vergesse, wo die Sachen sind. Erst recht, weil sie verschoben werden, wenn man was Neues erforscht. Vorher waren zum Beispiel die Felder hier, jetzt sind sie halt irgendwo hier. Es geht halt nach Kosten, was vielleicht auch ein bisschen Sinn macht. Aber ich kann mir auch nicht merken, wie teuer jetzt irgendwas war. Jetzt rechne ich mit den Boni, die wir jetzt durch Gottkönig haben etc. Deswegen hätte ich einfach gerne eine Liste, am besten alphabetisch. Und dann könnte ich ja viel, viel schneller finden, was ich möchte. So muss ich wieder suchen. Hier, das Holzfällerlager. Markiert, genau. Das darf ich nicht vergessen. Habe ich denn jetzt noch genug, das nächste Runde zu bauen? Ja. So, und was möchte ich noch? Ich möchte noch einen Ofen bauen. Das werde ich dann in der übernächsten Runde machen. Und dann sollten wir ein bisschen besser aufgestellt sein. Und hier können wir uns mal einmal ganz genau angucken, was der Feudalismus bringt. Und zwar nämlich die besseren Bauernhöfe mit Pflug, die Ranches, die Burgstadt. Wir haben jetzt drei Städte pro Region. Nice.
Burgverbesserung, Außenbau, eine Stadt, deren Arbeit und Bauern nahegelegene Burgen unterstützt. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt tatsächlich. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Wir kommen jetzt auch tatsächlich in Territorium, wo ich selber noch nicht so viel gespielt habe, weil ich jemand bin, der sehr, sehr viel probiert in den ersten Zeitaltern und dann oft einfach ein neues Spiel startet, weil er neue Sachen gelernt hat, die er gerne anwenden möchte. Aber so entdecken wir jetzt das Spiel zusammen und das Zeitalter Entdeckung ist, glaube ich, tatsächlich eins der letzten, die ich noch gespielt habe vor diesem Let's Play. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber bevor ich jetzt zu viel quatsche, noch einmal zurückschauen, ob uns irgendwas Wichtiges fehlt. Der Kompass, wenn wir eine Flotte brauchen, auf jeden Fall. Da frage ich mich jetzt natürlich, möchten wir die Flotte in 4 Runden anfangen zu bauen? Die Religion ist abgefahren, der. Oder könnten wir noch nachträglich was damit machen? Ja, wie ihr seht, ich tue mir gerade ein bisschen schwer. Ich meine, ich könnte einfach den trockenen Kompass überspringen und das offene Segeln erforschen und damit dann Karavellen freischalten und direkt auch eine bekommen. Ich bin gespannt, wo sie dann spawnt. Ich hoffe in der nördlichen Küste, aber ich befürchte fast, sie wird an der südlichen Küste spawnen. Einfach um das rauszufinden, nehmen wir dann, glaube ich, das offene Segeln. Es gibt so viele schöne Sachen, die ich jetzt gerne hätte. Die Lehmbergwerkverbesserung, um mehr Verbesserungspunkte zu generieren. Aber ich glaube, da müssen wir hin. Danach dann das offene Segel, um eine Flotte zu bauen. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge und das hat jetzt ganz schön lange gedauert. Ja, das ist nicht mehr richtig hier. Das heißt, wir können jetzt einfach schnell in die nächste Runde und ich hoffe, dass ich dann nicht mehr so schwierige Entscheidungen treffen muss, wie welche Forscher müssen wir auswählen. Ich habe soeben Sigtuna ausgespäht und habe hier eine Einheit mechanischen Ritter entdeckt, aber ansonsten keine Stadtmauer. Wir haben nur die Steintürme, die sind natürlich in der Lage zurückzuschießen, aber wir sollten relativ schnell in der Lage sein, die Stadt mit einer starken Samurai-Armee einzunehmen und zufälligerweise steht hier genau eine rum. Achso, da sollte noch der nächste Samurai rein, das darf ich nicht vergessen. Dieser Samurai. Jetzt haben wir einen Shogun, 3 Samurais und einen Ritter, die sich auf den Weg machen werden, Sigtuna einzunehmen. Und das erste Mal werden wir uns wehren gegen die Schweden. Und zwar so richtig. Ich meine, wir haben schon einmal ihre Stadt zerstört. Das war schon ganz nett. Aber jetzt werden sie ja begreifen, was es bedeutet, uns den Krieg erklärt zu haben. Denn ganz ehrlich, ich wollte den Krieg nicht. Den haben sie zu uns gebracht. Und jetzt kommt der Krieg nach Hause. Und mit unserem Händler kommen wir an Nante nicht vorbei. Das heißt, wir gehen da jetzt einmal rein. Und in der nächsten Runde kann ich ihn hoffentlich dann nach hier ziehen. Ich weiß nicht, ob es genauso funktioniert oder automatisch wieder da spawnt, wenn ich ihn aussetze. Ansonsten muss er halt erstmal hier bleiben und leider nur 3 Vermögen oder 8 Vermögen produzieren. Wäre natürlich schöner, wenn wir größere Städte finden und vor allen Dingen, wenn wir einfach mehr von diesem Gebiet Land entdecken, denn ich bin immer neugierig, wie die Karte aussieht. Das ist ja auch eins der X's, Exploration, und die ist mir schon ziemlich wichtig. Dann haben wir hier eine Republik. Ja, das habe ich ganz vergessen. Palazzi verbessern ist aber auch echt gar nicht schlecht. Wie viele Palazzi haben wir denn? Haben wir erst 1 oder haben wir 2? So viele wichtige Entscheidungen, weil ansonsten würde ich jetzt gerne Engion. Eigentlich muss ich Engion übernehmen, oder? Hier sollten wir ein Palazzo haben. Haben wir. In Cordoba haben wir auch einen Palazzo. So, und wenn wir in Tepa auch einen haben, dann reicht mir das schon. Dann möchte ich... Haben wir. Tatsache. Okay, dann bin ich jetzt ein Mann meines Wortes und entscheide mich nicht dazu, Engion zu integrieren, sondern ich möchte den Palazzo verbessern. Das sind 3 Kultur und 3 Kunst-EP. Das ist nichts, worüber man lachen kann. Das ist schon gar nicht mal so wenig. Und jetzt müssen wir hier die Holzfällerstadt bauen. Das hatte ich Valdemoro versprochen. Das heißt, die bekommen das jetzt auch. Und damit haben sie jetzt 2 weitere Produktionen. Und was ich mir auch nochmal angucken wollte, war... Ist das hier drunter? Kann der Pionier jetzt diese neuen Außenposten erstellen? Das weiß ich gar nicht genau. Falls das der Fall ist, ich meine, selbst falls das nicht der Fall ist, könnte Tepe nämlich, soweit ich weiß... Ne, wie war es Tepe? Irgendeine Stadt konnte doch noch eine dritte Stadt gebrauchen. Eine zweite Stadt in Nizza. Ich glaube, ich werde jetzt einfach um das auszuprobieren in Nizza. Oder wir warten hier einfach mal auf das Einfallsreichtum. Was bringt das nochmal? Dann haben wir... Dann kriegen wir, glaube ich, mehr Forschung, ne? Nee, das war das hier. Verdammt, was bringt das? Verbesserungskosten wären günstiger. Ist auch echt nicht schlecht. Aber ich glaube, der Pionier ist erstmal wichtiger, um das auszuprobieren. Ich meine, wir wollen hier alle gemeinsam etwas lernen und ich glaube, der Pionier ist genau das Richtige dafür. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin? Wohin damit? Ich hatte ja eigentlich vor, eine Küstenstadt zu bauen, aber... Ja, hier wollen wir den Platz von Sevilla nicht wegnehmen. Sevilla wäre, glaube ich, eine relativ nahrungsreiche bzw. auch produktionsreiche Stadt. Schon wieder schwierig, die Entscheidung. Ich denke fast... Ich bin gerade überlegen, ob wir hier hingehen. Sind wir an der Küste? Da können wir nicht wirklich spezialisieren. Haben wir irgendein Küstenfeld, wo wir 4 Küstenfelder haben? So eine kleine Landzunge zum Beispiel? Hier zum Beispiel hätten wir 1, 2, 3, 4 Felder.
Natürlich viel zu weit weg von uns. 3 ist, glaube ich, das Beste, was wir kriegen können. Und es ist halt auch in dem Meer, wo nicht die Barbaren-Freibeuter gerade rumfahren. Das heißt, hier könnten wir uns dann Nahrung über die Thunfische holen. Ja, ich glaube, das ist es. Da werden wir, genau hier werden wir unsere Stadt errichten. Und schauen wir mal, ob wir sie dann zur Burg upgraden. Weil das möchte ich mir gerne mal angucken, wie das genau funktioniert. Du sollst natürlich einfach weiter chillen. Und dann können wir hier in Toledo einmal ganz kurz gucken, was wir dort bauen. Wir haben jetzt das Schatzhaus gebaut. Wir brauchen demnächst auch wieder Sanitär. Dafür wäre das Wasserwerk natürlich wieder schön. Toledo ist momentan, glaube ich, nicht wirklich im Bedrängnis. Ich meine, die Schweden waren schon mal hier. Sie könnten natürlich einfach wieder hier auftauchen. Diese Armee ist ja nur vorübergehend da und wird dann auch schnell wieder weg sein. Ich glaube, Toledo kriegt jetzt einfach mal eine Runde investiert in die Steintürme und danach dann die Wasserbetriebe. 120 Gold nur. Das möchte ich ja fast schon einfach kaufen. Nein, komm, das machen wir nicht. Und ja, den Ofen, den möchte ich gerne nochmal erinnert bekommen. Nächste Runde dann. Oder übernächste. Russland bietet uns jetzt sogar offene Grenzen an. Das nehmen wir einfach an. Wir wollen ja Freunde haben. Und dass es die Russen werden, überrascht mich ein wenig. Aber sie sind mit den Vereinigten Staaten zusammen unsere besten Verbündeten. Apropos Vereinigte Staaten. Wir haben eine Allianz mit denen. Das wusste ich gar nicht mehr. Perfekt. Es läuft besser, als ich dachte. So, nächste Runde können wir hier dann unsere Stadt gründen. Und was mich jetzt wirklich interessiert ist, hier wurde ich angegriffen. Von diesem mechanischen Ritter. Und das überrascht mich sehr, denn unser Conquistador ist wesentlich stärker als der Ritter. Und das haben die auch am eigenen Leib erfahren. Und ich werde da jetzt einfach zurück angreifen. So, zack, das war's für die. Dann haben wir jetzt eigentlich freie Bahn mit Marzipan in Richtung Sigtuna. Da laufe ich einfach mal hin mit der vollen Streitmacht, die wir hier haben. Ich bin wirklich glücklich über diese Armee. Und hier müssen wir mal gucken, wenn wir euch beide noch zu, wie heißen die noch gleich? Ich hab's vergessen. Zu Arkebusen aufwerten, dann ist die Armee auch echt ziemlich schlagkräftig. Der Stufe 2 General hier könnte irgendwann mal aufgelöst werden und gegen einen besseren, zum Beispiel mit diesem Conquistador ausgetauscht werden. Und auch hier hätte ich echt gerne eine Stadt, einfach weil die Kelche sau viel Vermögen bringen. Ich habe so viel zu tun und so wenig Verbesserungspunkte. Hier nochmal wieder Kelche. Die muss ich auch möglichst schnell hier eigentlich einbringen. Kostet jetzt schon 63, könnten wir nächste Runde aber machen. Ich markiere mir das mal. Dann können wir nächste Runde mal hier die Kelche abbauen. Und wo wir gerade in Recife sind, ist mir auch wieder aufgefallen, dass wir immer noch das Sanitärproblem haben. Aber die Wasserbetriebe sollten auch gleich fertig sein. Ganz ehrlich, die 84 Gold gebe ich mir jetzt, damit wir hier schlagartig auf 194% Bedürfnisse sind und damit dann auch wesentlich schneller wieder wachsen. Also Recife hat ein bisschen gelitten, es war ein bisschen dreckig, es hat ein bisschen gestunken, aber was will man machen? Jetzt geht es denen besser und sie können auch endlich wieder schnell wachsen. Was für mich immer das Schönste ist in solchen Spielen, die Bevölkerungszahlen möglichst schnell wachsen zu sehen. Und wir können natürlich gleich was Neues aussuchen, in Recife zu bauen. Und da haben wir jetzt eine Auswahl an einigen Sachen. Und ich glaube, der Palazzo ist jetzt so stark schon. Er bringt 5 Nahrung, 5 Wohnraum, 5 Hygiene, 1 Regionslevel, 1 Kultur, 1 Kunst-EP, 3 Regierungs-EP, 3 Produktion, 1 Verbesserungspunkt. Da kann man nicht Nein zu sagen, den bauen wir auf jeden Fall. Und das Studio-Atelier ist direkt danach auch unglaublich wichtig. Aber vielleicht wollen wir zwischendurch noch schnell eine Bibliothek reinbauen. Habt ihr Probleme mit Unruhe? Demnächst auch das. Wir gucken einfach, wie es in 8 Runden aussieht. Ich glaube, das ist das Schlauste. Und auch Nizza kann ein weiteres Gebäude bauen. Und hier fehlt auch der Palazzo noch, aber 11 Runden tut mir ein bisschen zu doll weh. Dafür brauchen sie erstmal noch ein paar mehr Minen, die wir aufrüsten, damit sie mehr Produktion haben. Und das bedeutet für mich, wir wollen etwas von diesen Sachen bauen, die etwas günstiger sind. Und zwar, ich glaube, das Monument. Wir brauchen den Einfluss. Jupp, es ist das Monument. Damit wir die schnelle Grenzerweiterung haben hier in Nizza. Kann ich da... So, dann wir schnell Grenzen erweitern auf das, ja, nicht so hervorragende Buschland und auf die Wüsten. Und dort dann all unsere verarbeitenden Betriebe, die hier aus Eisen und Marmor und Kohle Sachen für uns herstellen sollen. Und dann haben wir endlich unsere allererste Schmiedestadt. Darauf freue ich mich schon. Und jetzt möchte ich auch gerne probieren, ob wir jetzt tatsächlich in Nantes den Händler aus der Stadt nehmen können und hier hinkommen. Leider nein. Dann muss ich ihn wohl per Schiff... Oh, ich möchte ihn nicht per Schiff losschicken. Aber gleichzeitig möchte ich wissen, was da hinten los ist. Also ich probiere es einfach. Und hoffe, dass uns kein Barbar innerhalb einer Runde auslöscht. Drücken wir die Daumen. Ich hoffe, es geht gut. Wir müssen ja nur eine Runde auf dem Wasser sein. Und mir ist gerade noch aufgefallen, bevor ich die Runde beenden möchte, dass wir ja so Güter wie Tee haben, die ein Diplomatie-EP bringen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, die Plantage auszubauen. Das kostet uns 12 Verbesserungspunkte zu verbessern. Dann hätten wir gleich noch 10 über, plus 20 sind wir bei 30. Das reicht für den Ofen. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier den Tee ausbauen, um weiter Diplomatie-EP zu produzieren. Aus 13 mache 14. Darauf werde ich jetzt einmal kurz achten, ob ich da noch irgendwo andere gute Plantagen finde, die solche Güter haben, die uns einfach hier Erfahrungspunkte bringen, weil
die sind wirklich viel wert. Und wenn man sie so einfach mit ja, wenig Verbesserungspunkten, wie in dem Fall mit 12, kriegen kann, dann sollte man sie auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das Osmanische Reich kommt an und möchte den zerstörerischen Konflikt mit uns beenden. Wir akzeptieren den Frieden mit dem Osmanischen Reich. Damit sind die Schweden jetzt ganz allein gegen uns. Und wo ich gerade hier bin, kann ich jetzt diese Stadt gründen, den Außenposten. Und kann ich ihn jetzt zu einer Burg umändern? Ja. Freigeschaltete Burg, Außenpostenverbesserung. Ingenieurs-EP haben wir über. Ich mach's jetzt einfach. Erstmal, weil ich sie hübsch finde. Und zweitens, weil ich rausfinden möchte, was wir denn hier für Verbesserungen. Das Waffenlager bringt Kriegs-EP. Die Burgstadt, das ist das, was mich wirklich interessiert. Produziert Weizen, das ist interessant. Hätte ich das vorgewusst, können wir hier auch was? Nee, auf Wasser können wir nichts machen. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier vielleicht auch irgendwas machen können, um Nahrung zu produzieren. Dann ist Burg gar nicht mal so toll für, für diesen Punkt. Ich möchte es denn. Warte mal, kann man. Wir haben jetzt ja die Kulturkraft auch freigeschaltet. Kann ich die Burg absorbieren? Ja. Und wird dann in eine Stadt Level 2 umgewandelt. Also da ist nichts Spezielles. Und ich würde sogar sagen, das machen wir jetzt einfach direkt, weil als Burg ist das ja echt ein beschissener Standort. Ich hätte ihn irgendwo hinbauen sollen, wo wir dann viel Grasland haben. Aber es ist gut zu wissen für die Zukunft. So könnte ich zum Beispiel für Sevilla eventuell dann, ja, irgendwo hier oder wenn ich hier ein bisschen Wald abholze, später hier eine Burg hinbauen. Ich habe schon einige Ideen, aber jetzt wissen wir es und haben gelernt, die Burg ist gut, um Nahrung herzustellen. Aber wir möchten jetzt hier einfach die Stadt angliedern. Das war unsere Kulturkraft, Cadiz. Und jetzt haben wir auch Platz, um hier dann demnächst endlich das, was ich schon seit, ich glaube, 2, 3 Episoden verspreche, nämlich aus dem Eisen Barren herzustellen und daraus dann Werkzeuge etc. Waffen. Da kann man sehr, sehr viel machen und hat eine große Auswahlmöglichkeit an, ob man Produktion haben möchte, Verbesserungspunkte, Kriegs-EP, all sowas. Und dafür ist Nizza wie geschaffen. Also hier ist ja wirklich so viele Ressourcen. Ich freue mich drauf. Und jetzt, wo wir gerade hier in dieser Ecke sind und ich die ganzen grünen Pfeile sehe, möchte ich natürlich auch den Ofen bauen. Dieses Mal haben wir es Cordoba sozusagen versprochen. Hier unten ist ein schöner Platz für den Ofen und die Nahrung geht auf 186%. Sie könnten also ganz entspannt nochmal diese Kette gebrauchen. Das bedeutet für mich vielleicht, dass ich demnächst noch dieses Weizenfeld upgrade und dann nochmal eine Mühle und nochmal einen Ofen baue. Aber so wichtig ist es mir gerade nicht. Noch wachsen wir schnell genug. Ich finde, bei 25 Einwohnern innerhalb von 5 bis 6 Runden eine neue Bevölkerung oder eine neue Pop zu bekommen, ist sehr, sehr stark. Da kann ich mit leben. Und ich möchte immer noch Engion übernehmen. Ich habe es gerade hier wieder entdeckt und es tut mir schon weh, dass die Stadt nicht weiter wachsen kann. Mal gucken, wie viele Gebäude sie schon gebaut haben. Sie haben ja sogar schon angefangen, hier Sägegruben zu bauen. Also die Stadt wird immer, immer besser. Wir sollten sie demnächst einfach übernehmen. Aber hier geht es weiter mit unserer Armee. Diese Truppe möchte ich tatsächlich mal hier auf den Berg schicken. Und sie sollen hier einfach mal südlich von Sigtuna vorbeilaufen, um zu gucken, ob es noch irgendwo eine versteckte Armee gibt. Aber ich glaube, das wird eine sehr, sehr einfache Einnahme. Und dann steht Lyon uns ja so gut wie offen. Erst recht, weil diese Armee auch demnächst ankommt. In der nächsten Runde... Oh, ich sollte sie jetzt ins Wasser schicken. Denn das kostet eine ganze Runde. Ja, ich schicke sie jetzt hier ins Wasser und hoffe, dass hier keine Kogge kommt. Ansonsten werde ich in diese Richtung fliehen und dann hier hinten irgendwo übersetzen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, unseren Krieg gegen Schweden in deren Territorium zu tragen und sie dort dann hoffentlich auch vernichten zu schlagen. Und auch hier oben im Norden ist unser Händler sicher angekommen. Wir kommen jetzt wieder auf Land, weg von den Freibeutern. Und ich werde weitersuchen, bis ich eine russische Stadt finde mit mindestens 15 Einwohnern. Und wir können auch ein Territorium beanspruchen. Genau. Ich erinnere mich, ich wollte hier... Sorry, dass ich mit der Kamera so rumfahre. Ich wollte hier die Kelche reinholen. Was kostet es uns, die Kelche zu sammeln? Kulturdistrikt 35, auf jeden Fall. Weil so viel Geld macht uns nichts anderes. Die goldene Stadt sollten wir plündern, solange sie da ist. Ich glaube, das haben die Spanier tatsächlich im Zeitalter der Entdeckung genauso gedacht. Ja, zu früh gefreut, würde ich sagen. In der letzten Runde sind hier plötzlich Elite-Barbaren aufgetaucht. Aber ich kann ja notfalls wieder aufs Meer fliehen oder einfach weglaufen. Ich entscheide mich für aufs Meer fliehen und hoffe, dass er jetzt sich gerade wieder ein... schade. Ich glaube, der Händler hat keine guten Überlebenschancen. Naja, schauen wir mal, ob er mit Glück überlebt und wir bei Bahn irgendwas anderes vorhaben. Aber ich befürchte fast, die Freibeuter werden sich unseren Händler schnappen. Ja, wie ich es befürchtet habe, hier seht ihr die Meldung. Armee zerstört. Das ist meine zivile Einheit gewesen. Das war hier oben. Der Händler ist also nicht mehr da. Er war mutig. Er hat für uns etwas weiter die Welt erkundet. Aber er hat dafür sein Leben gelassen. Schade, schade. Aber das soll uns nicht aufhalten. Sein Verlust war ein Opfer, das sich bereit war zu bringen. Und jetzt haben wir 3 Regionen, die bereit sind, was Neues zu bauen. Fangen wir in Cordoba an. Cordoba, die Kaserne sehe ich nicht. Das wäre vielleicht schon gar nicht so schlecht, weil wir demnächst vielleicht Nationen haben, die besser sind, aber immer noch nicht in Aussicht. Also ehrlich gesagt, nichts davon brauchen wir gerade und das ist für mich der Moment, wo ich Arbeiter anwerben möchte. Das bringt uns 26,82 Verbesserungspunkte. Damit können wir arbeiten und
Tepe. Das heißt hier. Was möchten wir mit Tepe machen? Tepe sieht alles gut aus, außer Behausung. Das Behausungsproblem könnten wir schnell mal lösen, damit sie schnell weiter wachsen. Indem ich hier das Haus, heißt das, nee, Villa. Will ich die Villa? Gab es nicht auch noch andere Häuser? Ja, Haus. 12 Wohnraum, 5 Vermögen. Luxusproblem haben wir hier momentan keine. Das heißt, wir bauen das einfache Haus und das bauen wir hier oben hin. Damit haben wir eine vollständige 200% Abdeckung. Das macht mich sehr, sehr glücklich in Tepe. Gut, es hilft natürlich auch, dass ich diese Episode rausgefunden habe, dass GetXo nicht in der Lage war, 10 Nahrung zu produzieren, sondern nur Geld gemacht hat. Das war ein bisschen dumm, aber wir haben es ja bis hierhin geschafft, trotz dieses Fehlers. Und bevor ich jetzt wieder weggehe, ich lasse mich so weit ablenken. Wollen wir in Tepe gucken, was wir bauen? Und zwar das Kantonsamt eventuell. Vielleicht das große Theater. Die Kunst-EP könnten wir gut gebrauchen. Wie sieht es mit der Unruhe aus? Sehr, sehr, sehr gut. Ja, Kantonsamt, großes Theater in der Reihenfolge. Und dann ist die Stadt auch schon ziemlich, ziemlich gut. Jetzt nur noch Toledo einmal checken. Da haben wir nur das ganze große Theater. Was möchte ich denn hier jetzt gerne haben? Es sieht alles ganz in Ordnung aus. Auch ihr könntet sehr gut ein Haus gebrauchen. Habe ich da noch die? Jupp, habe ich noch. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz bei Toledo rein. Wir haben auch wunderschöne Plätze für das Haus. Das setzen wir uns hier hin. Haben dann hier auch nahe 200% Abdeckung. Perfekt. Und müssen uns immer entscheiden, was wir bauen möchten. Fangen wir hier mit dem großen Theater an und gehen dann ins Kantonsamt. Ist doch perfekt. Und unsere Armee marschiert jetzt an die... noch nicht an die Grenze von Sigtuna, weil hier könnten sie beschossen werden von den Stadttürmen. Und wir können diese Runde noch nicht angreifen. Nächste Runde können wir direkt angreifen und sparen uns dann sozusagen einmal angegriffen zu werden. Aber während ich das sage, muss ich wohl leider sagen, die Episode geht schon wieder ziemlich lang. Und auch wenn ich versprochen hatte, dass wir den Krieg nach Schweden bringen, ist das wohl doch erst etwas für die nächste Episode. Deswegen würde ich sagen, schaltet dann wieder ein, wenn wir Sigtuna und hoffentlich Lyon demnächst den Schweden abluchsen. Und ich sage bis dahin, euer Mische.